Ich bin ein kleiner Getränkehersteller aus Hamburg und rede hier was zum Thema Wirtschaft hacken. Warum tue ich das? Ich bin selber gar kein Hacker. Also ich habe natürlich einen Linux im Gebrauch und eine Tor-Brücke und I2P-Router und Pirate-Boxen und Freifunk und all sowas, aber alles auf der Benutzerebene. Also ich benutze Dinge, die ihr tut und die ihr gestaltet. Bitte? Ja, das freut mich. Und was ich aber habe, ist wohl angeblich so eine ähnliche Herangehensweise an Wirtschaft, wie ein Hacker sie hätte. Also ich gucke mir so ein System an, wie das funktioniert und habe so bestimmte Ideen, wie es irgendwie besser gehen könnte und schraube dann innerhalb des Systems daran rum. Und deswegen werde ich öfter eingeladen in alle möglichen chaosnahen Zusammenhänge. Und wer mich also schon mal gehört hat, auf dem Easter Hack vor 4 Jahren in Basel zum Beispiel, oder jetzt irgendwie bei irgendeinem Hackerspace, der würde jetzt einige Dinge in dem Talk wiedererkennen. Also je früher das letzte Mal war, desto mehr. Das heißt, wenn jemand sich langweilt, bin ich auch nicht böse. Dann ist es ja das gleiche Projekt, was ich vorstelle. Und wenn jemand schon mich schon mal gehört hat, würde er oder sie Dinge wiedererkennen. Ein Gesicht habe ich wiedererkannt. Ich bin mir bei einigen nicht sicher, wer hat mich schon mal gehört? Das ist nicht so viel, das ist gut. Okay. Gut, Wirtschaft hacken. Warum will man das eigentlich machen? Wirtschaft ist sehr mächtig, beeinflusst die Dinge, die wir essen, trinken, die wir lesen können, wo wir hinfahren können, welche Kleidung wir anhaben und so weiter, ist alles von Wirtschaft mit beeinflusst. Und umgekehrt auch, die meisten von uns müssen das Geld irgendwie durch Arbeit verdienen und müssen also irgendwie in der Wirtschaft tätig sein. Und da sind viele Dinge nicht optimal, bin ich so der Meinung. Einfach die Ungleichverteilung von Ressourcen, könnte man so sagen, auf der globalen Ebene, aber auch hier, wenn man guckt, manche Leute sind reich, andere Leute sind arm. Der Geschäftsführer hat mehr zu sagen als der Mitarbeiter. Der große Kunde ist wichtiger als der kleine Kunde. Der interne Partner ist wichtiger als der externe. Alles so Dinge, die irgendwie mit Ungleichheit zu tun haben und die dann versucht werden, häufig durch sogenannte Social Businesses wieder in den Griff zu kriegen. Und Social Business, ups, ist so ein bisschen, wie ich das verstehe oder nach der offiziellen Definition, ein Unternehmen, was eigentlich mit wirtschaftlichen Methoden auf soziale Missstände zielt, um die dann eben wieder zu beheben. Das Problem ist aber, dass die sozialen Missstände erst durch die wirtschaftlichen Systeme entstanden sind. Das heißt, so sinngemäß, als würde man einen Windows XP-Rechner zu Hause haben in seinem Netzwerk, würde irgendwie alle Ports vom Router aufmachen, dahin leiten und dann versuchen, das ganze Restsystem irgendwie mit Firewalls und allem Möglichen abzusichern und zu verbessern. Aber man hat die Ursache nicht behoben. Und das ist irgendwie so meine Herangehensweise, wie ich das versuche. Das heißt, nicht nur ein Business zu machen, was dann soziale Zwecke erfüllt, sondern vorher anzusetzen. Und so mit sozialen Methoden das Business zu verändern, um dann weniger Schaden überhaupt in der Welt zu haben. Und das ist so ein bisschen die Herangehensweise, mit der ich das versuche. Und dahinter steckt einfach nur so eine Grundidee, könnte man jetzt ganz naiv nennen. Ich möchte, dass Menschen gleichwertig sind, wenn man überhaupt von Wert so reden kann. Also ne, Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft und so weiter sollte alles nicht die Rolle spielen, aber eben auch intern, extern, groß, klein, Geschäftsführer, Mitarbeiter, so sollte irgendwie alles so eine grundsätzliche Gleichwertigkeit haben. Und mit so einem Gedanken saß ich in einer Badewanne vor 15 Jahren und habe meine Lieblingscola getrunken damals und habe irgendwie gemerkt, dass der Geschmack anders war und der Koffeingehalt offensichtlich reduziert wurde, weil ich einfach nicht wach wurde. Und die haben aber nichts auf der Flasche geschrieben. Das war also heimlich verändert. Und das hat mir gezeigt, die haben das gar nicht verstanden. Also die haben irgendwie mich nicht informiert, obwohl ich ja doch Teil des Ganzen bin und als Kunde war ich irgendwie weniger wert. So eine Ungleichheit. Und das hat mich geärgert. Also wollte ich damals als Azubi diese AG zwingen, dass sie das Rezept wieder zurückändern. Guter Plan, könnte man sagen. Und das war Dezember 99. Hatte ich dann einen Freund, der HTML konnte, der hat mir dann eine Homepage gemacht und habe ich versucht, irgendwie mit so den Mitteln des Netzes, Pressemeldung, Newsletter, Bannertausch gab es damals noch, solche Sachen, irgendwie Druck auf diese AG zu erzeugen, dass sie das Rezept wieder zurückdrehen. Und das war so mittelerfolgreich. Also es gab immerhin Dialog und regelmäßigen Austausch und sowas. Aber letztlich haben sie es nicht geändert, obwohl ich 2 Jahre lang mit denen versucht habe, da zu interagieren. Und haben dann noch obendrauf Africola Light in der Plastikflasche rausgetan. Und das hat mir nochmal gezeigt, die haben das Grundsätzliche gar nicht kapiert, ne? Dass man also gemeinsam die Dinge bespricht und beschließt mit allen Betroffenen und nicht einfach irgendwelche Entscheidungen alleine trifft. Und dann hatte ich Glück und habe das Rezept in den Finger bekommen. Das ist in der Getränkewelt sehr häufig getrennt. Da gibt es einen Rezeptinhaber und Grundstoffhersteller, dann einen Abfüller und meistens noch so einen Inverkehrbringer, also Markeninhaber. Und das war halt Afri, also konnten wir an denen vorbei und konnten das Rezept selber kaufen beim Rezeptinhaber. Und dann habe ich irgendwie so 1000 Flaschen mal produzieren lassen für die Leute, die auf der Homepage waren. Und habe die per Post verschickt und dann waren die weg, dann habe ich noch 1000 gemacht und dann hatte ich 2000 und hatte irgendwie, ohne es zu wollen, ein Unternehmen irgendwie gestartet.
Und das Problem war, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie man das jetzt macht. Also Produktion organisieren, Logistik, Liquiditätsplanung, was ist rechtlich zu beachten und so weiter. Und ich als der frische Gründer wollte auf keinen Fall dann derjenige sein, der hier dann bestimmt alleine, weil ich auch gar keine Ahnung habe und weil das auch der Gleichwertigkeit widerspricht. Also habe ich jeden Sonntagabend in den Hamburger Club eingeladen und habe gesagt, also bitte der erste Händler, der erste Gastronom, Etikettendrucker, Flaschenlieferanten, Endkunden natürlich auch, bitte kommt vorbei, sagt mir, sagt uns, was ihr wollt, was ihr braucht, was eure Vorstellungen sind. Und dann diskutieren wir so lange darüber, bis wir am Ende des Abends einverstanden sind und nach Hause gehen. Und das hat zu Anfang sehr lange gedauert, könnt ihr euch vorstellen. Wir haben mal 4 Monate gebraucht, um uns auf 6 Worte zu einigen fürs Etikett. Das ist also erstmal so ein längerer Prozess. Aber ich glaube, wenn man das macht, dann hat man ein Ergebnis, mit dem dann wirklich alle Beteiligten einverstanden sind, wo möglichst viele Bedarfe und Wünsche mit eingebaut wurden und was dann wesentlich schlauer ist, als wenn ich das alleine mache und bestimme und wesentlich sozialer ist dadurch und dann auch wesentlich weniger Ärger bedeutet und wesentlich weniger negative Folgen später in dem Geschäft und in den sozialen Folgen, die dann danach kommen. Und das könnte man vergleichen mit einer Situation, die vielleicht einige von euch kennen. Wenn man in so eine WG einzieht mit mehreren Leuten, dann findet man, wie in der Wirtschaft auch, einen bestimmten Rahmen vor, bestimmte Räume, Bedingungen, bestimmte Besonderheiten. Gut, kein WLAN kann man leicht regeln, aber ne, so kalt ist schon schwieriger zu regeln. Und jetzt muss man irgendwie sich einigen mit den 6 Leuten, die da einziehen, wer unter welchen Bedingungen in welchen Raum einzieht. Und normale Wirtschaft wäre jetzt so, dass das der Inhaber bestimmt, dieser Wohnung. Und das ist also nicht so sozial, glaube ich. Und Basisdemokratie kommt dann so als Argument, das wäre schon besser, dann wird halt abgestimmt und irgendjemand wird überstimmt und muss dann halt in Zimmer 2 einziehen, aber das ist vielleicht der Mensch, der den meisten Platz braucht, also auch nicht so optimal. Und das beste WG-Klima kriegt man eben dann hin, wenn man sich in die Küche setzt und so lange wirklich alles auf den Tisch packt und so lange redet und diskutiert und Lösungen findet, bis alle einig sind. Und dann hat man ein möglichst gutes WG-Klima oder eben in der Wirtschaft ein möglichst gutes Lieferanten-, Partner-, Mitarbeiter-Klima. Das gibt noch einen zweiten Teil drüben in dem anderen Raum ab 12. Da mache ich das als interaktiven Workshop, unter anderem mit dieser Übung. Also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wie das geht, Konsensfindung, dann könnt ihr da gerne mitmachen. Okay. Das Verfahren ist extrem einfach bei uns. Wir haben gesagt, wir wollen ein gemeinsames Oberziel haben, Wirtschaft auf Augenhöhe machen. Und ab da gibt es keine Filter mehr. Das heißt, es kann jeder Mensch jedes Thema da eingeben und jeder Mensch kann auch zu jedem Thema sich äußern. Das heißt, wir sammeln im Prinzip das Fachwissen von Leuten, die Logistik verstehen zum Beispiel und zugleich die kreative Herangehensweise von Leuten, die von Logistik überhaupt keine Ahnung haben und reden dann eben so lange, bis so sinngemäß alles gesagt wurde. Das merkt man dann, dann flaut die Diskussion so ab. Und dann macht ein Mensch daraus einen Beschlussvorschlag. Also auf Basis des Gesagten und der Wünsche und Bedarfe schlage ich vor, dass wir erstmal Folgendes machen. Und dazu können dann diese 4+1 Reaktionen angenommen werden und die ersten 4 bedeuten immer noch eine Zustimmung, das heißt, der Vorschlag ist vorläufig angenommen und nur der 5. ein Veto würde bedeuten, der Vorschlag ist abgelehnt. Und das heißt wiederum, dass der Vorschlag so gestrickt sein muss, dass der wirklich alle Beteiligten mit einbaut, sonst legt jemand sein Veto ein. Angenommen, wir würden diskutieren, dass die Logistiker 3 € Stundenlohn bekommen, dann könnte man das in der normalen Wirtschaft erstmal machen. Jetzt gibt es mittlerweile einen Mindestlohn zum Glück, aber früher wäre das gegangen. Und hier geht das aber nicht, weil dann eben der Logistiker sein Veto einlegt und dann ist der Beschluss nicht getroffen. Man braucht, wie in jedem System, Vorkehrungen für den Fall, dass es nicht funktioniert. Wir haben 2. Die erste Vorkehrung heißt Notentscheidung und sagt, wenn wir uns nicht einig werden und produzieren müssen, sonst hätten wir keine Flaschen sozusagen, dann darf ich entscheiden. So ein Notstandsgesetz könnte man sagen. Und das ist natürlich sehr verlockend, das kann ich ja jeden Tag dann ausrufen. Aber ich muss das Gegenteil machen, wenn ich mit den Leuten einfach ein gutes Klima haben will hier, dann muss ich das möglichst vermeiden. Und es gab tatsächlich in 13 Jahren Betrieb nur 2-mal, dass wir wirklich eine Notentscheidung treffen mussten. Und das eine Mal drehte sich um ein Kunstbild auf den Rückseiten der Flaschen und das andere Mal um Text auf der Vorderseite. Das heißt, alles andere, Strategie, Kalkulation, Gestaltung, welches CMS benutzen wir, hat alles im Konsens funktioniert. Und die zweite Vorkehrung dreht sich um Trolle. Wenn jemand in dem System versucht, das wirklich vorsätzlich zu beschädigen, also dauernd blockiert, irgendwas klaut zum Beispiel, dann kann jeder Mensch den Ausschluss dieses einen Menschen vorschlagen und nur dieser eine Mensch hat dann mal kein Vetorecht dagegen. Das heißt, es muss extrem eindeutig sein, dass der Ausschluss sinnvoll ist, sonst legt jemand anders sein Veto ein. Und wenn das eben nicht passiert, dann kann man so jemand rauswerfen. Das ist noch keine Vorkehrung dafür, dass sich 2 Trolle verbünden, das ist auch klar. Aber den Fall hatten wir erstens noch nicht
Und zweitens würden wir dann wahrscheinlich irgendwann wieder beim ersten landen. Also irgendwie hat das bisher so ganz gut geklappt. Und ich glaube sowieso, dass 99,5% der Menschen sind gut. Und von daher kann man mit, also mit dieser Lösung bisher in 13 Jahren, kam man damit gut zurande. Okay, wie skalierbar ist das? Achso, eine Sache müssen wir da natürlich anders machen. Normale Unternehmen machen das ja auch, dass sie also diskutieren und mit ihren Lieferanten verhandeln und sowas. Und dann Lösungen finden, die in der Regel dann aufgeschrieben werden mit einer gewissen Laufzeit, in der sich das nicht ändern soll und unterschrieben werden. Und das hat eben den Nachteil, dass in dieser Zeit des Vertrags die Realität sich ändern kann. Das heißt beispielsweise, wir haben hier uns geeinigt, dass irgendjemand in Zimmer 6 geht und das ist halt laut, weil die Küche daneben ist und irgendwann macht dieser Mensch aber seine Abschlussarbeit an der Uni, braucht Ruhe. Dann muss man entweder eine neue Vereinbarung finden, dass zu bestimmten Zeiten in der Küche nicht gelärmt werden darf, oder man muss über die Aufteilung der Räume reden, weil sich die Realität verändert hat. Und das ist in der Wirtschaftswelt nicht so einfach möglich, weil da in der Regel eben Verträge gemacht werden, die genau das verhindern sollen. Und das habe ich so rein vom Gefühl her irgendwie gedacht, das möchte ich nicht, und habe von Anfang an das vermieden, schriftliche Verträge zu machen. Und das hat bis heute geklappt. Über 13 Jahre, nicht einen einzigen schriftlichen Vertrag. Und das ist instabil, könnte man erstmal sagen. Das heißt aber, dass ich alle Beteiligten, die dabei sind, so behandeln muss, dass sie freiwillig bleiben. Das ist schon mal das Erste, die Augenhöhe. Und das Zweite ist, die miteinander wissen ja auch, dass der andere keinen Vertrag hat. Das heißt, die müssen sich auch so behandeln, dass der andere freiwillig bleibt. Und dann wird im Prinzip diese Grundidee der freiwilligen Augenhöhe auf die Beteiligten sanft übertragen. Und das wird dann insgesamt, glaube ich, wesentlich stabiler und sozialer und eben krisenfreier, als normale Wirtschaft das hinbekommen kann. Und vielleicht ein Indiz, dass das ganz gut geklappt hat, ist, wir haben nach letztem Stand 1680 gewerbliche Partner, aber ich hatte nicht einen einzigen Rechtsstreit in 13 Jahren. Ich möchte keinen Rechtsstreit haben, ne? Das ist, kostet Nerven und Zeit und Geld und will ich alles nicht. Und jetzt habe ich nicht einen einzigen gehabt. Also das hat irgendwie funktioniert. Obwohl natürlich nicht alle 1680 Partner jetzt irgendwie das Kollektiv mit der Muttermilch aufgesogen haben. Aber das hat geklappt. Irgendwie hängt hier der Sender. Okay, wie skalierbar ist das? Das ist eigentlich die Frage, ne? Also 1680 gewerbliche Partner. Letztes Jahr 1,2 Millionen Flaschen bewegt. Also einige 10.000 Endkunden, die da auch alle mitreden könnten. Es tun tatsächlich im Moment so um die 140, davon die Hälfte Endkunden, die Hälfte gewerbliche Partner. Und das Ganze liefert in 680 Verkaufsstellen, wird von 3 Leuten organisiert, also sehr effizient, könnte man sagen, auf diese Art und Weise. Und ganz am Ende bin ich immer noch der Hauptverantwortliche und meine Rolle ist aber nicht der Geschäftsführer, sondern ich bin der zentrale Moderator. Das heißt, meine Aufgabe ist nach wie vor, alle Leute einzuladen, gemeinsam zu diskutieren, alle Bedarfe einzubauen, bessere Lösungen zu finden als normale Wirtschaft. Das kann so gut, dass die Leute freiwillig bleiben, weil es keinen Vertrag gibt. Und davon kann man leben und das funktioniert. Und das finde ich selbst immer noch sehr erstaunlich, wenn ich das so vortrage. Das Ganze ist auch nicht mehr ein Offline-Treffen, sondern wir liefern in 200 Städte. Das heißt, es ist online, wir diskutieren online und wir haben sogar 12 Jahre lang eine Mailingliste benutzt und wir mussten da noch nie jemand rauswerfen. Okay, kurz zurück nochmal an den Anfang. Kurz nach der sozusagen Gründung, die ich eigentlich gar nicht wollte, haben wir halt in Hamburg angefangen, weil ich da gewohnt habe, und hatten dann irgendwann so den Wunsch, dass es eben auch stabiler wird durch mehrere Städte, mehrere Standbeine. Und dann hätte ich jetzt spätestens offiziell ja gründen müssen, also einen Businessplan schreiben, mir Geld leihen, zur Bank vielleicht gehen und meinen Job kündigen, mit vollem Risiko gründen und dann jemand anstellen, der Außendienst macht und dem ein Auto bezahlen und irgendwie so ein Unternehmen aufbauen. Und vom Gefühl her habe ich damals gedacht und glaube, das kann es heute besser erklären, wenn ich das so mache, also Businessplan, Geld leihen, Job kündigen, risikofreudig Unternehmer sein, dann bündele ich das ganze Risiko dieses Unternehmens an den Anfang, füge noch Druck hinzu von der Bank, weil ich die Raten bedienen muss und die Zinsen verdienen muss, zu einem Zeitpunkt, wo ich selber am Anfang stehe, noch gar keine Ahnung habe, kein Netzwerk, keine Ressourcen, irgendwie der dümmste Zeitpunkt, den man dafür haben kann. Und irgendwie so rein vom Gefühl her habe ich das einfach nicht gemacht. Habe einfach meine normalen Jobs weiterbehalten und habe dann gewartet, bis nach und nach aus den einzelnen Städten Leute sich gemeldet haben, hier aus Leipzig zum Beispiel, der André. Und der hat dann gesagt, weißt du was, ich möchte es gern hier in Leipzig haben. Ich bin bereit, meine 5 Lieblingsbars und Clubs, die ich so kenne, mal zu besuchen und zu überzeugen. Und wenn wir die 5 haben, dann können wir den Händler bitten, der die beliefert. Und wenn wir den Händler haben, können wir einen Großhändler bitten, der den Händler beliefert. Und so können wir uns rückwärts im Prinzip so eine 2-stufige Logistikstruktur aufbauen und das ganz langsam tun über die Jahre. Das heißt, wir müssen nicht einmal einen richtigen Gründungsakt machen mit dem entsprechenden Risiko, sondern es geht so Schritt für Schritt, Stadt für Stadt. Und das habe ich dann gemacht, 7,5 Jahre lang, ohne selber einen einzigen Cent pro Flasche zu verdienen.
Das war für mich so gefühlt ein Hobby. Ne? Ich habe eine eigene Cola, hat ja sonst niemand. Und 8,5, bis ich davon leben konnte. Aber als ich dann den Wechsel gemacht habe, April 2010, war das schon ein gereiftes, stabiles Unternehmen mit ein paar Fehlern unterwegs natürlich, aber auch kleine Fehler nur, weil ich ja alle gefragt habe. Ne? Auch den Lkw-Fahrer, der seit 30 Jahren Getränke fährt, habe ich gefragt und der hat mir auch geholfen, Fehler zu vermeiden. Und als ich dann eben gewechselt bin, war das so ein Gefühl, also ich war natürlich trotzdem ein bisschen unsicher, aber es war schon eine gereifte, stabile Struktur. Und das ist, glaube ich, irgendwie schlauer, das so rumzumachen, wenn das geht. Und dann habe ich angefangen, im System mich daneben zu benehmen. Dann kamen so langsam die ersten Großhändler und haben gemeint, also mein Junge, ich bin jetzt hier bei dir ein großer Kunde, ne? Ich komme also nur einmal, das spart dir viel Aufwand im Vergleich. Ich möchte bitte einen Mengenrabatt dafür haben. In jedem BWL-Buch steht das drin. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe herausgefunden, naja, da gibt es schon einen Mengenrabatt, der ist sozusagen durch die Logistik schon automatisch drin, weil der LKW einfach effizienter fahren kann, wenn es nicht fünfmal angehalten werden muss, sondern nur einmal. Und wenn ich jetzt nochmal dem Großhändler einen Mengenrabatt obendrauf gebe, dann gebe ich dem ja doppelt mehr, nur weil er groß ist. Und das möchte ich eigentlich nicht haben, weil dann haben wir auf Dauer ja eine Konzentration zu wenigen großen Händlern, die dann wiederum mich in der Hand hätten. Dann werde ich wieder hier landen. Und unfair ist es auch noch. Also habe ich das irgendwie diskutiert und habe vorgeschlagen, dass wir nie Mengenrabatte machen, egal wie viel jemand kauft. Das hat geklappt. Und wir wollen aber das Gegenteil machen. Das heißt, der kleine Händler, der die hohen Logistikkosten hat, weil er ineffizient fahren muss, in Anführungsstrichen, der bekommt einen Anti-Mengenrabatt. Und dadurch gelingt es uns, Städte zu erschließen, die sonst gar nicht gehen würden. Hackerspace in Neubrandenburg zum Beispiel, das wäre sonst gar nicht erreichbar. Das liegt halt ziemlich weit vom Schuss. Dadurch haben wir wiederum mehr kleine Standbeine. Das ganze Projekt wird stabiler. Wir werden nicht abhängig. Und wir haben den Anti-Mengenrabatt erfunden und können den irgendwann ins BWL-Buch schreiben. Das ist auch mein Liebling, ne? Weil das so klar ist einfach. Also ich verstehe nicht, warum das nicht schon längst jeder so macht. Okay, und spätestens dann müssen wir drüber reden, wer kriegt eigentlich welches Geld? Da werden ja Flaschen bewegt und verkauft. Und da bleiben wir jetzt ein bisschen, weil das ganz viele Unterschiede bedeutet, wie wir damit umgehen. Normale Herangehensweise wäre, dass wir in Hektolitern rechnen, 100 Liter. Das sind so 300 kleine Flaschen, okay, dann haben wir 24er Kisten, das heißt, da bleiben ein paar Flaschen über. 960 sind auf der Palette, Flaschen irgendwie, das kann ich nicht mehr richtig greifen. Wie viel ist jetzt welcher Anteil wert, sozusagen? BWL-Logik wäre, dass wir in Prozentmargen rechnen. Also Händler bewegt die Kiste, 10% kriegt er 1 Euro, wenn die Kiste 10 Euro kostet. Aber wenn er eine Kiste bewegt, die 20 Euro kostet, bekommt er für die gleiche Arbeit das Doppelte. Das verstehe ich auch wieder nicht. Und deswegen haben wir es von Anfang an auf die einzelne Flasche runtergebrochen. Ihr kriegt auch gerne die Folien, also ist alles kein Geheimnis. Von unten nach oben die Zutaten, 8,1 Cent, dann der Abfüller fürs Fertigmachen der Flaschen. Dann kommen wir mit unserem Anteil fürs Organisieren. Da ist 1 Cent CO2-Ausgleich drin, 1 Cent fürs Etikett, 3 Cent für mich, für meine Funktion, 1,5 für die Buchhaltung und so weiter. Also wirklich alles bis auf die einzelnen Anteile runtergebrochen. Daraus ergibt sich ein sogenannter Rampenpreis, 38 Cent. Für den wird an der Produktion da unten abgeholt vom Großhändler. Dann für 51,5 an den Händler verkauft und beide geben ab für 62,5 Cent an den Gastronomen. So, soweit. Und das ist mit allen Beteiligten von Anfang an offengelegt und gemeinsam besprochen und beschlossen. Und das ist schon mal ein ganz anderes Vertrauensklima, als wenn man das als Blackbox behandelt. Ne? Wenn ihr irgendeine andere Cola oder eine Mate kauft, wisst ihr nicht, wer welches Geld davon bekommt. So, das schafft schon mal eine ganz andere Grundlage. Ne? So, dann ist es für die Beteiligten ja bekannt, was sie bekommen werden. Das ist erstmal auch fest, außer es gibt eine neue Diskussion. Das heißt, es ist auch berechenbar. Man kann sich darauf verlassen, dass man also nächste Woche für die gleiche Arbeit das Geld bekommen wird, das gleiche Geld wie für diese Woche. Es ist nicht dauernd irgendwie Druck gegen Druck, Preisverhandlungen, Nase des Kunden und so. Es ist irgendwie eine berechenbare Grundlage. Und das trägt dazu bei, glaube ich, dass wir eine sehr geringe Fluktuation haben. Wir haben in über 13 Jahren unter 2% der gewerblichen Leute verloren. Und das wiederum macht es sehr effizient, weil ich nicht andauernd neue Händler besuchen und irgendwie ins System einbauen muss und kennenlernen und sowas, sondern ich kann jahrelang mit den gleichen Leuten arbeiten. Ist auch angenehmer auf der menschlichen Ebene, wenn man einfach weiß, wie der andere tickt. So, und dann sind zwei Sachen hier nicht, ach so, eins noch, wenn man mal sich anguckt, die Zutaten sind nur 8,1 Cent, ne, ganz unten, ich komme sofort zu dir. Und der ganze Rest sind Leute, die Arbeit machen. Und das ist der Teil, den normale Unternehmen dem sogenannten freien Markt überlassen. Und das finde ich nicht in Ordnung, weil da einfach sehr viel ungleich verteilt wird. Wir haben zum Beispiel bei unserer Logik Einheitslöhne von 16 Euro brutto für alle, auch für mich natürlich, mit zwei Ergänzungen. Wer Kinder hat, bekommt mehr für jedes Kind, da ist einfach mehr Bedarf. Und wer eine Behinderung hat, bekommt auch mehr für den Grad der Behinderung. Und das war's.
ansonsten auch da diese freiwillige Augenhöhe gewährleistet. Und das macht natürlich auch wieder was mit den Beteiligten. Ne? Wenn du genau weißt, dass der Lkw-Fahrer das Gleiche bekommt wie der sogenannte Geschäftsführer, das ist ein ganz anderes Miteinanderklima, was man dadurch bekommt. Verständnisfrage? Ich wollte nur kurz fragen, wie ihr das neu verhandelt, so von Inflationsausgleich und so. Also passt ihr die Preise einmal im Jahr an, sagt ihr, alle 5 Jahre wird es neu diskutiert, keine Ahnung. Das wird immer dann neu diskutiert, wenn jemand Diskussionsbedarf aufwirft. Das kann bedeuten, wenn zum Beispiel die Buchhalterin sagt, ich brauche mehr Geld, weil es mehr Arbeit geworden ist, oder der Koffeinlieferant sagt, ich brauche mehr Geld. Oder wenn Händler sagen, ich kann mir weniger auskommen, da ist immer so leicht Bewegung drin. Und ungefähr einmal im Jahr, würde ich sagen, passen wir da so ein bisschen was an. Und immer dann, wenn jemand sich meldet und sagt, ich habe da Bedarf, irgendwie, ich brauche mehr, ich kann mir weniger auskommen, so. Ging auch öfter. Wo wir gerade den Mindermengenrabatt hatten, macht ihr auch Fabrikverkauf? Sehr gute Frage. Wir glauben so ein bisschen an das Prinzip Support Your Local Dealer. Das heißt, du könntest natürlich selber mit dem LKW in die Region da unten fahren und abholen. Wir würden es aber besser finden, wenn du den Händler deiner Region benutzt, weil der eben gebündelt fährt im Interesse der Umwelt und weil du den auch vielleicht stützen möchtest auf Dauer. Also die Frage kommt immer, ne, von Hackern. Die wollen ja immer den direkten Weg suchen und so. Wir glauben eher daran, dass es sinnvoll ist, langfristig betrachtet die Händlerstruktur zu stützen. Einigermaßen beantwortet? Okay. Ich habe noch ein paar Folien, das heißt, ich würde ein bisschen mehr Gas geben. Hier sind 2 Sachen, die hier nicht drinstehen. Das erste wäre Werbung. Gibt es keine Anteile dafür. Weil Werbung meiner Meinung nach bedeutet, dass wir mehr Geld von euch nehmen müssten als eigentlich nötig, damit Werbung bezahlen würden, die euch in der Regel belästigt. Ich habe mal vor langer Zeit Werbekaufmann gelernt. Ich hoffe, dass es... ich konnte davon nichts gebrauchen, leider. Werbung ist in der Regel, bin ich der Meinung, eher sowas wie Spam. Also man möchte eigentlich in der Bar sitzen und ein Getränk trinken und überall sind Logos und man hat irgendwie Poster, man hat auf dem Tisch noch einen Aufsteller, man will irgendwie in die Welt gucken, da ist ein Plakat im Weg. Also irgendwie alles Push-Kommunikation nennen wir das, die sich aufdrängt und die auch noch euer Geld kostet. Und das wollen wir auf keinen Fall tun. Was wir tun, ist sogenannte Pull-Kommunikation. Das heißt, wir haben eine sehr umfangreiche Homepage, die ist dort. Und wer dorthin geht, der möchte sie sich angucken. Also ist es okay, sie anzubieten. Dann, wenn ich zum Talk eingeladen werde, dann hier sitzt ihr freiwillig, ne, dann darf ich auch reden. Aber sobald wir rausgehen, habe ich kein Recht, euch irgendwie zu belästigen. Und das ist der Grund, warum wir hier keinen Anteil für Werbung drin haben. Und dann ist natürlich das Wachstum langsamer, ne? Ist klar. Dann, wenn man nicht irgendwie Druck machen kann, dann dauert es länger, aber das muss man dann in Kauf nehmen. Und das Zweite, was hier auch nicht drinsteht, sind Gewinne. Auch wieder so BWL unlogisch, weil eigentlich Unternehmen ja sogar den Zweck haben, heißt es, Gewinne zu machen. Und Gewinne bedeuten, dass irgendjemand in dieser Flaschenanteilslogik variable Anteile hat. Typischerweise ich als der Betreiber. Das heißt, ich könnte mehr verdienen, wenn es mir gelingt, auf die Lieferanten zu drücken. Dann wächst mein Anteil, ne? Kann ich mehr verdienen. Oder wenn es mir gelingt, von euch durch schlaue Werbung mehr Geld zu nehmen, als eigentlich erforderlich für die Summe an Zutaten und Arbeit und 1 Cent Krisenrücklage. Und das sind Anreize, die ich nicht haben möchte. Deswegen, ich komme gleich zu dir, machen wir hier bewusst keine Gewinne. Das Ziel ist eine schwarze Null am Jahresende. Und das bedeutet, dass ich keine Möglichkeit habe, eben weil ich nur selber feste 3 Cent habe, mehr zu verdienen, wenn es mir gelingt, auf die Lieferanten zu drücken. Das ist ein Anreiz, der hier gar nicht besteht sozusagen. Und das finde ich sehr wichtig, weil warum soll ich das Sonderrecht haben, mehr daraus verdienen zu können? Muss doch gar nicht sein. Verständnisfrage da hinten? Ja, mit dem keine Gewinnerzielungsabsicht ist ja normalerweise mit dem Finanzamt eher schwierig. Richtig. Was gibt es da für einen Hack? Das Finanzamt glaubt, dass ich Gewinnerzielungsabsicht habe, und zwar den Lohn, den ich mir auszahle. Und 16 Euro brutto sind irgendwas mit 2,5 für eine Einzelperson im Monat mehr als ausreichend. Aber das Finanzamt glaubt natürlich, dass ich auf jeden Fall mehr verdienen will. Ich selber sehe nicht, warum das mehr sein muss, ehrlich gesagt. Ja. Okay. Gut, wenn der Zweck des Unternehmens nicht die Gewinnerzielung ist, was denn dann? So ganz grob mal unser Netzwerk, ne? Also links die Lieferanten in der linken Spalte, dann zweite Spalte sind unsere Abfüller. Verkaufen die Flaschen an uns in der Mitte. Wir liefern sie an Getränkefachgroßhändler, GFGH, in den Regionen. Die liefern sie an Händler, die liefern sie an Gastronomen. Und die verkaufen sie euch. Und damit das läuft, brauchen wir eine Buchhaltung, eine Steuerberaterin, Programmierer für die Homepage, andere Hersteller, um gemeinsam zu fahren, eine Zollagentur für die Schweiz, ganz, ganz viele Beteiligte.
So, und das Unternehmen besteht formal aus einem Laptop und einem Telefon. Es gibt also keine Büros, Maschinen, Anlagen, die man jetzt anfassen könnte. Und trotzdem sind wir da in der Mitte und haben sehr viele Einflüsse auf alle anderen Beteiligten. Und jetzt muss man irgendwie, bin ich der Meinung, das in den Griff kriegen, dass unsere Einflüsse von vornherein so positiv wie möglich sind auf diese ganzen Beteiligten. Und eben alle einladen zu gemeinsamen Diskussionen, so lange reden, bis alle einverstanden sind und das so gut hinkriegen, dass sie freiwillig bleiben. Und wenn das klappt, haben wir bewiesen, dass das geht und dass man davon leben kann. Ich habe ja diese Funktion in diesem Kollektiv und ich koste 3 Cent pro Flasche und es hat noch nie jemand auch nur vorgeschlagen, mich einzusparen. Das wäre ja möglich. Man könnte das ja alles den freien Märkten überlassen. Die sind auch nicht so frei. Aber es hat noch nie jemand vorgeschlagen. Es ist offensichtlich erwünscht, dass jemand das mal auf den Radar sich holt und besser bekümmert, als die Märkte das machen. Hochinteressant finde ich das. So, und dann, wenn das klappt, dann spricht sich das hoffentlich rum, dass das ganz gut funktioniert und angenehm ist und berechenbar und planbar und irgendwie fair. Und dann kommen neue Leute dazu, die müssen auch wieder eingebaut werden und dann haben wir ein Flaschenzahlwachstum, wenn das auch noch klappt. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist der Erhalt dieser Struktur. Man könnte sagen, ich bin ein sehr konservativer Unternehmer. So. Aber ich lebe davon, dass ich allen da reinreden darf und soll, ne? Und die auch mir. Und irgendwie ist es so ein, eher so ein soziales Konstrukt, könnte man sagen. Ich bin eigentlich kein Getränkehersteller, ich bin Dienstleister. Ich organisiere Zusammenhänge, die sonst der Markt organisieren würde, mit allen Beteiligten zusammen. Okay. Das Laptop hier gehört mir, das Telefon auch. Und ansonsten war es das an Unternehmensressourcen. Aber es gibt noch was Unsichtbares, nämlich das Markenrecht. Ich darf alleine bestimmen, weil Premium Cola als Marke mir gehört, wer die Sachen produziert, zu welchen Bedingungen, wo, an wen liefert und so weiter. Ich habe also doch die Macht, könnte man sagen. Das Problem ist aber, dass ich diesen ganzen Beteiligten von Anfang an Konsensdemokratie versprochen habe und dass es keine Verträge gibt. Das heißt, wenn ich mich da daneben benehme, dann gehen die. Und es ist auch keiner von uns abhängig, da lege ich auch Wert drauf. Beim Cola-Abfüller sind wir 10% des Umsatzes zum Beispiel. Das würde wehtun, aber das bedroht den Laden nicht. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, meinen Anteil zu verdreifachen und die Etiketten irgendwie lila färbe oder so, dann riskiere ich, dass die Leute weglaufen. Das heißt, ich habe im Prinzip den Kern des Eigentums, das ich alleine verfügen kann, den habe ich abgegeben. Und das heißt, das Unternehmen ist irgendwie schleichend was geworden, was mir so aus der Hand gerutscht ist. Ich kann gar nicht mehr alleine verfügen. Ich bin auf diese ganzen Beteiligten angewiesen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn mir das eh nicht gehört, vielleicht kann ich es verschenken. Also nicht die Getränke, das geht nicht, weil irgendwo die Kosten ja gedeckt werden müssen. Aber vielleicht kann ich das Besondere daran verschenken. Der Grund, warum das existiert, das ist ja diese Arbeitsweise. Cola und Bier und Limonaden können andere auch. Aber eigentlich ist das hier das Entscheidende, nämlich ein Satz aus 50 Modulen nennen wir das. Keine Gewinne, Antimengenrabatte, keine Werbung, feste Anteile für alle, Einheitslöhne und so weiter. Diese ganzen Besonderheiten. Und die habe ich alle mal aufgeschrieben 2008 und habe irgendwie gedacht, das passt in die 3 Bereiche der Nachhaltigkeit wunderbar, obwohl das gar nicht geplant war. Mit 2 Ergänzungen. Eigenschutz brauchen wir anders und Transfer wollen wir machen. Das heißt, das System auf die Homepage tun, CC-Lizenz kostet nichts. Kann man sich ganz oder teilweise kopieren und selber benutzen. Und damit habe ich auf Werbedenglisch mein USP verschenkt, also das Alleinstellungsmerkmal, warum das Unternehmen existiert. Das ist eigentlich totaler Blödsinn. Aber wenn das klappt, dass andere das übernehmen, ganz oder teilweise, ganz links oben, die haben am meisten übernommen, ganz rechts unten nur so ein bisschen, dann werden andere Getränkehersteller zu Mitkommunikatoren dieser Ideen und helfen bei der Verbreitung davon. Und die werden dann auch zu Partnern im Netzwerk und man kann gemeinsam Dinge tun, wie Kisten kaufen, Logistik machen und so weiter. Und ich habe sogar 6 von denen, die hier sind, insgesamt 8, kostenlos bei der Gründung noch geholfen, obwohl sie Cola und Bier verkaufen. Das heißt, ich habe der Konkurrenz kostenlos bei der Gründung geholfen und dann sind das aber keine Konkurrenten mehr, wenn die überleben, sondern das sind dann Partner. Wir können gemeinsam Dinge tun. Und wir haben jetzt zuletzt einen Marktanteil von so irgendwie 1,5-2 Promille mal ermittelt. Da ist also reichlich Platz für alle möglichen Kleinen. Es gibt keinen Grund zu konkurrieren. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit denen allen konkurrieren, wie anstrengend das wäre. Das ist viel angenehmer, mit denen zu arbeiten und gemeinsam Dinge zu tun und nicht gegeneinander Dinge zu tun. Und das führt dann zu so verrückten Geschichten, dass zum Beispiel ein Kunde aus dem Ruhrgebiet fragt irgendwie bei uns an und sagt, er will irgendwas typisch Ruhrgebietiges haben. Und ich sage, ja, da kennen wir jemand, das sind die Kollegen von Rupert Cola. Und dann ruft er da an und dann empfiehlt er uns wiederum. Also, ne, so. Und dann versteht der Kunde, dass wir das ehrlich meinen. So, das ist auch wieder großartig, weil das ist ja, ne, man muss ja eigentlich Wettbewerb machen, heißt es, muss man aber nicht.
So, ein paar Produkte. Cola in drei Größen. Ich weiß gar nicht, ob es sie hier gab. Wir haben uns vorher gekümmert, aber es hat, glaube ich, nicht geklappt. Ne? Weiß jemand, woran es lag? Bitte? Der hat nicht mal ein Angebot abgegeben, ne? Aber der andere, die Alternative, die wollte... Ah, schade, okay. Gut, dann gibt es die hier nicht. Dafür gibt es hier von Loschis. Dann haben wir auch noch ein Bier 2008. Das ist Bioland-Qualität. Und nur um euch mal so ein Gefühl zu geben, was das dann heißt, so an Prozessstrukturen. Das ist aus der Ökobilanz, die gerade fertig geworden ist. Also da investieren wir sehr viel Energie rein, dass wir das optimieren. Nicht nur das reine Produkt muss Bioland sein, sondern die Kronkorken dürfen keinen Chromstahl haben, sondern Weißblech und so. Also ganz viele Geschichten. Das ist uns irgendwie wichtiger. Und dann kommen so die ersten Gründungen, die zwar genauso aussehen und auch genauso arbeiten, aber formal mit mir nichts mehr zu tun haben. Aus Freiburg. Mate und Holunderblütenlimonade sind drei Jungs, die das gegründet haben. Und die sind formal völlig eigenständig und nutzen aber die gemeinsam aufgebaute Marke Premium offensichtlich mit. Und werden damit nochmal zu Kommunikatoren dieser Idee. Und ich teile also und kriege mehr zurück, als ich eigentlich geteilt habe. Und das sind so die aktuellsten aus Dresden. Die wollten so ein Antifa-Schweinchen auf dem Etikett haben. Antifa ist super, aber das Schweinchen muss man nicht mögen, aber gut. Und dann haben wir da so ein Netzwerk draus gemacht. Und meine Hoffnung ist, dass es vielleicht in 10 Jahren so vielleicht nicht nur 2 andere Hersteller gibt, die so eng mit uns arbeiten, sondern vielleicht so 20. Und dann bin ich mal irgendwann der Fachmann für bessere Getränkewirtschaft und kann davon vielleicht leben. Weil die hier zum Beispiel geben mir 1 Cent pro Flasche ab, weil ich deren Logistik und Produktion mit organisiere. Und die hier überlegen auch, ob sie das machen. Also ne, da habe ich wieder mehr Standbeine und habe ein stabileres Einkommen für mich und so. Und dann liefern wir in die deutschsprachigen Länder. Das ist natürlich OpenStreetMaps und nicht Google-Karte. Und dann kommen Anfragen aus Barcelona, Kopenhagen, Amsterdam, Warschau, London, Dubai und Tokio. Ich dachte so... Und dann, die wollen kaufen. Ne? Und dann haben wir das mal ausgerechnet mit dieser Ökobilanz. Ne? Also hier, das ist irgendwie unökologisch, das so weit zu fahren. Man sollte nicht weiterfahren als 600 Kilometer um den Abfüllort. Also sage ich solchen Kunden, leider, wir können nicht liefern. Wir teilen gerne alles, was wir wissen. Wenn ihr was vor Ort gründen wollt, dann mit eurem lokalen Wissen, Sprachkenntnissen, Kulturverständnis und so. Dann, aber wir helfen, was wir teilen, was wir wissen. Aber wenn ihr das nicht machen wollt, dann können wir nicht liefern. Es muss nicht jedes Produkt überall auf der Welt geben. Ne? Warum soll man nicht einen lokalen spanischen Cola-Hersteller da hin ranholen? So, und dann wächst das Projekt jedes Jahr trotzdem, obwohl wir es begrenzen und obwohl wir niemanden haben, der Verkauf macht und niemanden haben, der Werbung macht, wächst es aus der Idee heraus, könnte man sagen. Und das sieht erstmal schön aus, aber das war gar nicht so schön, nämlich bei dem lila Balken ganz links, da waren wir pleite mal kurz, weil es zu schnell gewachsen ist. Weil wir natürlich die Cola-Produktion im Voraus bezahlen wollen. Und wenn wir jetzt produzieren, vergeht eine gewisse Zeit, bis es dann eingelagert und abgeholt und berechnet und bezahlt wurde. 59 Tage nämlich im Schnitt. Und nach 20 Tagen müssen wir nachproduzieren. Also wenn das im Frühjahr warm wird, mehr Leute trinken und dann noch neue Händler dazukommen, dann müssen wir so viel vorfinanzieren, dass wir pleite waren. Auch ganz schön doof. So, und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, darauf zu antworten. Wir können den Lieferanten später bezahlen. Ja, ganz einfach. Zahlen wir halt mal nicht. Wir können zur Bank gehen und uns einen Kredit holen, auch nicht so schön, dann haben wir Druck wieder im Unternehmen, was wir nicht wollen. Oder wir können irgendwie darauf hoffen, dass die Partner, die wir über diese langen Jahre so gut behandelt haben, wie wir konnten, dass die das dann als was Gemeinsames betrachten und uns helfen. Und das hat geklappt, nämlich die beiden größten Großhändler, die wir haben, die haben von sich aus angerufen, haben freiwillig früher bezahlt. So, wer hat das schon mal gehört, dass die größten Kunden, die man hat, freiwillig anrufen, von sich aus früher bezahlen? Großartig, ne? Steht auch nicht im Buch, genau. Das heißt aber, dass ich irgendwie durchs möglichst gute Behandeln dieser Beteiligten so eine Art Versicherung habe. Wenn der Laden eine Krise hat, dann kann ich darauf bauen, dass ich nicht alleine dastehe. Großartig. So, also ich finde das super, aber wir haben natürlich trotzdem das Wachstum gedeckelt. Ne? Das darf nicht schneller werden, weil wir wollen die Krise auch vermeiden. Ich hatte letztens so eine Diskussion mit jemandem, der meinte, du hast eine Resilienzstrategie. Also du willst das Unternehmen möglichst gut auf Krisen vorbereiten. Das ist schon wahr. Also es gibt 2. Server-Login, 2. Bank-Login, Testament, wenn ich vom Bus überfahren werde. Es gibt alle möglichen Vorkehrungen. Aber eigentlich will ich noch früher ansetzen und will die Risiken gar nicht erst haben. Und deswegen das Wachstum eben bremsen. So, dann haben wir das Problem gar nicht. So, und dann nach Regionen aufgeteilt ist die 2 der größte Bereich.
Der ist aber stagniert eine Zeit lang und da gab es auch Diskussionen, dass wir in der 2 was tun müssen. Und ich habe argumentiert, das müssen wir nicht, sondern wir müssen warten, bis die anderen Gebiete nachgezogen haben, damit wir gleich große Standbeine haben und wieder ein Risiko sozusagen sanft aus dem Unternehmen gedrückt haben. Und das geht so weit, dass wir sogar zu große Kunden ablehnen. Also ein großer Kunde ist der Kongress, die haben sehr viel Bier bewegt jetzt Ende Dezember. Und ein zweiter großer Kunde ist das Fusion Festival und die wollten jetzt nicht nur ein LKW mit Cola, sondern 10 LKWs mit Bier mal haben. Nochmal unsere Jahresmenge obendrauf. So. Das ist eine ziemlich krasse Aufgabe, das zu organisieren. Es wäre gegangen mit ziemlich viel Trickserei, aber was ist, wenn da irgendwas schief geht, ne? Wenn das Festival ins Wasser fällt, weil Sturm, Blitzeinschlag, Selbstmordattentäter, whatever, kann ja passieren, die müssen ja gar nicht schuld sein. Dann sind wir so krass existenzbedroht als Unternehmen, dass wir das eigentlich gar nicht eingehen sollten, das Risiko. Und das haben wir auch diskutiert und haben gesagt, also bitte einen LKW können wir machen, aber nicht 10. Und die wollten aber 10 LKWs kaufen. Also ich bin gar kein richtiger Unternehmer, wird mir ab und zu vorgeworfen, weil ich nicht risikofreudig bin. Aber ich finde, das muss ich auch nicht sein. Im Gegenteil, ich darf es gar nicht sein, weil da hängen so viele Leute dran mit Teilen ihres Lebensunterhalts. Ich muss Risiken vermeiden und nicht eingehen. So, und das hat dazu geführt, dass die weiterhin Cola gekauft haben und mir letztes Jahr ihre alkoholfreie Getränkeorganisation und dieses Jahr ihre ganze Getränkeorga in die Hände gelegt haben. Ich habe zwar also Umsatz verschenkt, aber den Leuten auch wirklich deutlich gemacht, wir meinen das ernst mit dem vorsichtigen und langsamen Wirtschaften. Und das fanden die so gut, dass ich jetzt eben deren Logistik organisieren darf. Aber auf unsere Art und Weise. Das heißt, möglichst keine festen Liefertermine, möglichst die Spanne, die der Gastro- und der Spediteur auch sagt und das wird nicht gedrückt und so weiter. So, das ist wieder ein bisschen mehr Einfluss, ein bisschen mehr Systeme umbauen. Ne? So. Das war genau die Frage da hinten. Ne? 10 Minuten? Okay, passt. Die haben mal 2013 geguckt, was wir da so machen. Und das hat 2 Tage gedauert, weil die 3 Jahre rückwirkend geprüft haben. Und ich hatte Angst, denn so ein Finanzamt ist mächtig. Die können das Unternehmen sofort schließen, wenn die der Meinung sind, das ist nicht ordentlich geführt. Aber ich bin ja vorsichtig, habt ihr schon mitgekriegt. Das heißt, ich habe auch diese ganzen Tricks nicht gemacht. Irgendwie hart an der Grenze des Legalen oder Palette als umgefallen deklarieren, trotzdem verkaufen, schwarz und so. Das kann man ja machen. Das baut aber versteckte Risiken im Unternehmen auf. Denn wenn die das rausfinden, dann kriege ich eine Strafe und muss das nachzahlen. Also Risiken vermeiden, sein lassen. Und ich habe eine sehr gute Buchhalterin. Und dann hat das geklappt, dass wir ohne jede Beanstandung rausgekommen sind. Nichts. Keine Kleinigkeit. Da war bestimmt auch Glück dabei. Ne? Manchmal weiß unsere Steuerberaterin nicht mal, wie es richtig geht. Aber hier geklappt. So. Und das spätestens hat dann was bewiesen, glaube ich. Weil bis so zum 10-Jährigen war das immer so ein bisschen so, wurde belächelt. Ne? Also irgendwie, das ist nicht skalierbar, nicht übertragbar. Das ist irgendwie Kleinigkeit und so. Und damit haben wir aber bewiesen, nach 13 Jahren, wir sind im gesetzlichen Rahmen von HGB und BGB, der gilt für uns genauso. Wir haben den Kapitalismus drumherum, den wir erstmal nicht ändern können und wir haben das Steuergesetz darüber. Wir müssen uns da drin bewegen. Und jetzt kann man das hart machen und sozusagen Kapitalismus pur, ne? Gewinnorientiert und kreditfinanziert und Werbung und so weiter. Oder man kann in der Mitte sich bewegen, netter Unternehmer, irgendwie behandelt seine Leute gut, nicht übertrieben, oder man kann das auf die Spitze treiben. Geschäftsführung abschaffen, Werbung abschaffen, Anti-Mengenrabatt hinzufügen, das Konzept Open Source teilen und so weiter, solche Geschichten. Oder zum Beispiel eine Datenverwendungserklärung haben wir auf der Homepage. Da steht genau drin, was mit welchen Daten passiert. Und nicht allgemein, Ihre Daten sind uns wichtig und das war's. So, und dann werden wir untersucht von wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist mal so ein Screenshot von der Homepage, über 30 bisher. Die finden dann alle was anderes raus, warum das funktioniert. Und dann werde ich eingeladen zu Vorträgen und kann bei Vorträgen Leute erreichen, die zuhören wollen. Also ne, das klappt irgendwie auch. Und dann habe ich so neue Ideen. Das ist jetzt so die Zielgerade des Talks. Die erste Idee ist, dass ich den Rahmen nochmal anders mehr angucken will. In der Mitte sind die, um die es geht, Handel, Industrie, Dienstleistungen, die in der Regel aber Finanzierungen haben für Fahrzeuge, Gebäude und sowas. Das heißt, die brauchen in der Regel Kreditgeber. Die geben also Geld und wollen das Geld mit Rendite zurückhaben. Dadurch baut sich ein Druck auf. Die müssen jetzt was machen, die in der Mitte. Also verkaufen die an euch als Kunden wieder mit Druck, nehmen das Geld, was sie selber brauchen, plus den Gewinn, den sie abführen müssen. Und das gefällt mir natürlich nicht, weil das ungleich ist. Die auf der linken Seite, die kriegen Geld, nur weil sie schon Geld haben. Also haben wir so vom Gefühl her erstmal die beiden rechten Gruppen verbunden, als was Gemeinsames organisiert, gemeinsam irgendwie die Entscheidung getroffen, eigene Standards eingeführt, Werbung gestrichen und sowas. Aber der LKW, der das fährt, ist immer noch kreditfinanziert und die Maschine ist immer noch kreditfinanziert. Also wollen wir
mit einer Uni Lüneburg zusammen habe ich ein Projekt angefangen, dass wir den Finanzbedarf der Lieferanten mal analysieren und aufrechnen. Das werden so 2,5 Cent pro Flasche ungefähr sein. Und dann mit den Endkunden ein Crowdfunding machen, ohne Zinsen und mit Mitbestimmung, zwei ganz wichtige Unterschiede, um den Finanzbedarf der Lieferanten zu decken. Und wenn das gelingt, dann haben wir die besser miteinander verbunden, haben 2,5 Cent gespart und haben den Druck aus dem System geschmissen. Großer Spaß. Ich weiß noch nicht, wie das rechtlich geht, aber das ist, hat schon angefangen. Und dann kommen so Mails von Lehrenden von Unis. Die wollen das dann ins Buch schreiben, ne? Antimengenrabatt und so, großartig. Aber das ist irgendwie vom Gefühl her noch nicht ausreichend erprobt in anderen Unternehmenszusammenhängen. Das würde ich eigentlich gern machen. In andere Unternehmen gehen, das da anwenden, gucken, was da klappt und was nicht klappt und die Ergebnisse davon in Lehrpläne von Hochschulen einbauen. Und das habe ich beantragt bei einer Stiftung, die das auch fördert auf die nächsten 3 Jahre. Mit einem Kollegen von mir zusammen, der jetzt seinen 8. Uni-Abschluss macht. Also der bringt so ein bisschen mehr Bildung mit. Und dann machen wir das. Ne? Gehen andere Unternehmen, wenden das an, tun die Ergebnisse in Lehrpläne von Hochschulen und dann muss ich nicht selber immer dahin fahren und vortragen, dann repliziert sich das von selber. So, geht auch. Und das alles geht mit dem Getränk. Das finde ich schon echt irre. Und ich will nicht verheimlichen, dass es da auch Probleme gibt. Nämlich, nur ganz kurz, kollektiv entscheiden geht super, kollektiv arbeiten ist eine ganz andere Nummer. Das kennt ihr wahrscheinlich aus Hackspaces und so. Je komplexer das Ganze wird, desto mehr wird Führung verlangt, die ich aber nicht geben will in dieser Form. Das ist auch nicht so einfach. Dann haben wir jetzt gewechselt von einer Mailingliste auf ein Online-Board. Das ist innerhalb von den letzten 3 Monaten so umfangreich geworden, dass ich mich gar nicht mehr zurechtfinde. Und dann kommt das Finanzamt und sagt, ihr werdet jetzt bilanziert und nicht mehr nach realen Geldern besteuert. Das heißt, der Kongress, der jetzt 27 Paletten Bier bewegt hat, das ist Ende Dezember gewesen. Und die Rechnung kam natürlich erst irgendwie Mitte Januar. Also sagt das Finanzamt, das Geld ist aber im Dezember schon da gewesen und will dafür Steuern haben. Also auf virtuelle Gewinne reale Steuern zahlen. Verstehe ich nicht. Und will ich jetzt antworten und tricksen und will ich eigentlich nicht tricksen? Und irgendwie eine schwierige Situation, dass das Finanzamt mit mir Steuertricks macht und nicht umgekehrt. Und dann so Kritik aus dem linksalternativen Eck, aus der Ecke, ihr habt ja gar keinen Plan, das System zu stürzen. Ja. Ja. Ist okay. Also ja, es stimmt. Traue ich uns auch nicht zu. Und das ist auch, glaube ich, das wird ganz fies, wenn das System umkippt. Ne? Das wird irgendwann passieren, aber es wird nicht gemütlich. Und ich will da nicht verantwortlich sein dafür. Und ich weiß auch nicht, was danach kommt, ob das dann besser wird oder nicht. So, ne? Also. Okay, positive Seite. Wenn man so an Wirtschaft rangeht, dann kriegt man mehr zurück, als man reingetan hat. Erstmal kann ich davon leben, finanziell. Das muss natürlich gegeben sein. 2,5 brutto ist jetzt nicht Millionär werden, aber ich kann davon leben. Super. Zweiter Punkt. Ich habe nicht einen einzigen Arbeitgeber, von dem ich weisungsgebunden abhängig beschäftigt bin. Das halte ich für sehr unklug, sondern sehr viele Standbeine. Wenn einer mal wegfällt, dann ist es nicht so gleich lebensbedrohlich. Dann kann ich hier hinfahren, kann aussehen, wie ich will, sagen, was ich denke. Ist also irgendwie große Freiheiten, habe ich nicht bei jedem Arbeitgeber. Habe das Gefühl, was Sinnvolles zu tun, den Kapitalismus da zu fixen, wo er eben selber unfair ist und das irgendwie besser zu machen. Und ich darf hier was erzählen und meine Ideen von Wirtschaft verbreiten. Und das Gesamtpaket kann man mit dem Dreifachen an finanziellem Lohn mir nicht aufwiegen. Den hatte ich im letzten Job, ne, an der Uni. Das ist irgendwie nicht vergleichbar. Und das ist im Prinzip meine Hauptfunktion bei solchen Talks. Das im Prinzip zu vermitteln, dass man also durch eine andere Herangehensweise an Wirtschaft wesentlich mehr zurückkriegt, als man reintut und dass das auch funktioniert und dass das geht. Und wenn ihr überlegt, in euren Zusammenhängen was zu ändern oder was Eigenes zu gründen und das ganz anders zu machen, wie es nicht im Buch steht, kann ich nur sagen, macht es, es geht. Und das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe ein bisschen länger geredet, als ich wollte. Wie lange haben wir noch für Fragen? Viertelstunde, ach, dann war das da jetzt. Okay, wunderbar. Passt ja. Wenn du Vorträge und sowas nicht mitrechnest, auf wie viele Arbeitsstunden kommst du denn pro Woche? Die Frage habe ich befürchtet. Die Logik ist die, dass ich 40 Stunden pro Woche bezahlt bekomme mit den 16 Euro. Aber es gibt bei uns keinerlei Stundenkontrollen. Also ich kontrolliere die Leute nicht und die kontrollieren mich auch nicht. Das heißt, ich habe die Zahl nie erfasst und ich habe auch ein bisschen Angst davor. Ja, aber so nach deinem Gefühl, du weißt ja, wie ein typischer Arbeitstag aussieht oder gibt es den nicht? Bei mir ist Arbeit und Privatleben ziemlich eng miteinander vermengt. Das ist schwer abzugrenzen. Wo bin ich jetzt wirklich produktiv tätig oder sitze ich nur da und mache mir Gedanken über ein Problem?
das ist, glaube ich, nicht mehr wirklich klar abzugrenzen. Also ich habe so ein Gefühl, dass ich mehr mache als diese 40 Stunden. Das ist aber auch normal für einen Selbstständigen. Und es zwingt mich auch keiner dazu. Und es macht mir auch wirklich Freude, das Projekt so zu betreiben. Danke. Vielleicht noch eine Ergänzung. Mein Job ist dreigeteilt. Also ein Drittel ist Kollektivmoderation im weitesten Sinne. Also das ganze Netzwerk, irgendwie Problemfälle, hier und da mal einen Streit schlichten und solche Sachen. Ein Drittel ist reale Orga, Logistik, Produktion, solche Sachen. Und ein Drittel ist Verbreitungsarbeit tatsächlich. Medienkontakten irgendwie, Homepage pflegen, rumtwittern, hier hinfahren, sowas. Ja, mich würden noch zwei Sachen interessieren. Das erste ist, in diesen 7 Jahren, wo es eine Art Hobby war, wie du gesagt hast, wie viel Aufwand, Zeitaufwand, sonstigen Aufwand hattest du während dieser Zeit zu deinem normalen Job zusätzlich dazu? Mhm. Und das zweite ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe, bist du selbstständig mit 16 Euro? Wie schaut es mit sozialer Absicherung aus? Zahlst du in die Rentenkasse, Arbeitslosengeld? Wie ist da die Sicherheit letzten Endes, von der du redest? Okay, zur zweiten Frage. Der Vorteil am Selbstständigsein ist, dass man selber entscheiden darf, ob man in die einzelnen Versicherungen einzahlt oder nicht, mit Einschränkungen, also Krankenversicherung ist Pflicht zum Beispiel. Das mache ich so, wie es mir sozusagen am sinnvollsten scheint. Das heißt, an die Rente glaube ich nicht mehr, da zahle ich nicht ein. Wobei ich natürlich sehe, dass sie sinnvoll ist, aber für mich wird das keinen Sinn mehr ergeben. Krankenversicherung habe ich. Ich spare fürs Alter im Prinzip ein bisschen. Was noch? Ist bei mir so. Andere Kollektivisten machen das anders. Zum Beispiel eine Kollektivistin zahlt ein Haus ab aus diesem Lohn und hat parallel auch in die Rentenversicherung eingezahlt längere Zeit, weil sie das anders handhaben möchte. Das heißt, es gibt Absicherungen natürlich, aber die sind individuell unterschiedlich. So würde ich das. Heißt aber, es gibt keine angestellten Leute, sondern jeder ist selbstständig. Richtig, es gibt noch keine angestellten Leute. Das hat den Grund, dass ich einerseits nicht der weisungsverpflichtete Ansteller sein will. Und ich möchte auch den Beteiligten den gleichen Vorteil ermöglichen, wie ich ihn habe, nämlich mit mehreren Partnern zu arbeiten. In der Regel werden die Getränkehersteller, denen ich bei der Gründung helfe, zu Kunden bei der Buchhalterin zum Beispiel, sodass die auch mehr Standbeine hat. Und das ist so ein bisschen die Logik, dass wir diese Absicherung auf dem Weg machen. Die erste Frage war nochmal. Während des Aufbaus, ja. Ich habe im Prinzip so viel Zeit und Geld reingesteckt, wie ich hatte. Und wenn ich müde war, habe ich halt aufgehört zu arbeiten abends. Und ich habe auch ein bisschen Geld reingesteckt, immer nach und nach, wie ich es halt gerade hatte. Also hier mal 200 Euro, da mal 250 Euro. Und insgesamt so ungefähr 10.000 Euro über 7,5 Jahre. Aber das ist relativ leicht möglich, ne? Das ist unter 100 Euro im Monat. Also das, wenn ich richtig gerechnet habe, das sollte schon passen. Und das letzte Jahr war allerdings dann schon krass. Da habe ich im Prinzip 2 Vollzeitjobs gehabt. Weil ich aber auch gesehen habe, dass das dann tragfähig genug sein wird, um zu wechseln. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wir haben die Cola jetzt auch bei uns im Hackerspace und geben die auch aus. Wir versuchen das natürlich auch mit einer schwarzen Null zu fahren. Also hin und wieder geht halt mal eine Flasche oder ein Kasten verloren oder so. Das passiert halt einfach, da muss man ein bisschen mehr nehmen. Letztendlich sind wir ja damit Teil dieses Systems, aber wir sind gar nicht jetzt so eigentlich, also du hast ja vorhin gesagt, was der Teil der Flasche kostet. Aber wir sind da jetzt ja eigentlich gar nicht in dem System so drin. Also was würdest du empfehlen, beziehungsweise wie handhabst du sowas? Also wir haben schon lange eigentlich den Wunsch, dass wir für jeden Beteiligten in der Kette, also auch für die Gastronomen, dass ihr werdet ein Gastronom in dem Sinne, weil ihr die Flaschen einzeln an die Leute gebt, auch festlegen, was dieser Anteil sein soll. Das ist aber sehr, sehr, sehr komplex. Also es gibt Kioske quasi mit einer sehr geringen Ladenmiete, die sehr klein sind. Es gibt Clubs, es gibt Hackspaces, es gibt Einzelhändler, die haben alle ganz unterschiedliche Belastungen. Und bisher haben wir da keine Möglichkeit gesehen, wirklich eine qualifizierte Empfehlung rauszugeben. Wir haben aber dafür auch eine wissenschaftliche Arbeit angefangen, die alle möglichen Faktoren erstmal sammeln soll. Also Miete, Warenkorb, typische Belastungen wie GEMA für einen Club und sowas. Und dann qualifizierte Empfehlungen geben soll. Und letztlich, wie du es ansprichst, wenn eine schwarze Null am Ende dabei rauskommt, dann habt ihr es aus meiner Sicht schon genau richtig gemacht. Ich hätte eine Frage zu anderen Wirtschaftszweigen, die größere Anfangsinvestitionen erfordern. Also ich finde, Flaschen kann man ja ganz gut skalieren auch. Aber sagen wir jetzt einfach mal, man möchte eine Chipfabrik hinstellen.
Das sind ja so hohe Kosten, das kann man auch mit Crowdfunding nicht realistisch hinbekommen. Hast du da irgendwelche Ideen in der Hinsicht? Jein. Also du hast recht, man kann mit Getränken relativ aufwandsarm anfangen, wenn man es einigermaßen geschickt anstellt. Die Gründung des Premium-Biers hat zum Beispiel 1.510 Euro gekostet. Damit war alles abgedeckt, sogar 30 Kisten zum Probieren für die Kollektivleute. Die Cola damals eben 2.000 Mark, also 1.000 Euro. Da geht das. Wenn ich jetzt eine eigene Fabrik haben will, wird das schwieriger. Aber ich glaube auch da, dass es Optimierungsmöglichkeiten gibt. Es gibt zwei Autohersteller, die sich gerade beraten lassen wollen. Und die wollen erstmal anfangen mit ihren Komponentenlieferanten. Also Armaturenbrett ist bei denen so eine Komponente. Und mit denen wollen die erstmal anfangen, so eine Runde zu bilden. Und wenn das gelingt, dann die nächste dazu holen und die nächste dazu holen. Und es ist natürlich trotzdem dann, wenn du erstmal 30 Millionen in die Hand nehmen musst, ist es sicherlich schwieriger. Aber dann gibt es halt noch 49 andere Module, die man da sich angucken kann. Also es gibt, glaube ich, immer Möglichkeiten, das zu optimieren und besser hinzukriegen. Ich habe auch noch eine Frage. Was passiert, wenn einer mal krank wird? Es gibt natürlich das Geld weiter, ganz klar. Also die Absicherung muss da gegeben sein. Es gibt auch Geld weiter, wenn jemand schwanger ist und das Kind bekommt. So einen Fall haben wir jetzt gerade. Da gibt es natürlich auch weiter Geld. Es gibt keine Attestpflicht, also es reicht eine Mail, hey, ich bin krank, so, das wird nicht geprüft. Und es zählen natürlich auch psychische Erkrankungen. Also wir haben jemanden im Kollektiv, da sind regelmäßig alle paar Monate, sind da irgendwie ein paar Wochen schwierig. Und das ist natürlich auch kein Problem. Wir wollen schon, sage ich mal, den Leuten die Freiheit geben, die sie als Selbstständige haben, aber eigentlich auch die Sicherheit, die sie als Angestellte hätten. Das ist irgendwie schwer zu erklären, wie wir da rangehen, aber... wenn wir das Ganze als fair betrachten wollen, muss natürlich Lohn weitergezahlt werden, wenn jemand krank ist. Das ist ja klar. Ja, ich habe noch eine Folgefrage. Wie geht ihr mit dem Thema Scheinselbstständigkeit um? Mhm. Soweit ich weiß, ist es ja so, dass wenn eine selbstständige Person dauerhaft und weisungsgebunden für nur einen Auftraggeber arbeitet, dass es eben eine Scheinselbstständigkeit im Sinne des Gesetzes ist. Genau, da gibt es 6 Faktoren insgesamt. Also wenn der Arbeitsort festgelegt ist, wenn die Zeiten festgelegt sind, wenn es Weisungen gibt, wenn es überwiegend für einen Auftraggeber ist und wenn, weiß ich jetzt gar nicht, was die anderen Faktoren waren. Auf jeden Fall haben wir uns das angeguckt und haben bewusst möglichst viele der Faktoren ausgeschlossen. Also zum Beispiel bei der Buchhalterin ist es so, dass die eben nicht nur mich als Auftraggeber hat, formal betrachtet, sondern auch die anderen Getränkemarken, für die sie auch noch arbeitet. Und bei der Orga-Hilfe ist es auch so, also das ist extra so, zum einen, damit diese Gefahr nicht besteht, dass irgendwie die Rentenversicherung doch Geld haben will. Und zum Zweiten, damit... damit die auch nicht abhängig sind. Weil wenn du abhängig bist von jemand, dann ändert das Verhältnis miteinander. Und es muss also so sein, dass die auch mehrere Standbeine haben. Und dann ist es natürlich bei uns so, dass wir keine Weisungen haben. Ne? Also ich kann der Katja keine Weisungen, kann ich natürlich versuchen. Aber wenn ich sage, ich will das aber so gebucht haben und sie sagt, ich mache das aber nicht so, was soll ich tun? Das ist auch wiederum ein Schutz davor, ne? Dass ich irgendwie durchdrehe und Blödsinn anordne, der dann ausgeführt werden muss, nur weil ich der Geschäftsführer wäre. Das muss so sein, dass die Leute überzeugt werden müssen und nicht Weisungen ausführen müssen. Das ist auch wirklich so. Also die Kontaktdaten sind auf der Homepage, ne? Ihr könnt die fragen. Wenn ich das wäre, das es gab, ich überlege gerade. Es gab mal so einen Fall, da war es steuerlich nicht ganz klar, wie man irgendwas zu behandeln hat. Und ich habe irgendwie für Variante B argumentiert und sie hat aber gemeint, die sichere Variante ist die Variante A. Und dann hat sie es halt so gemacht. Und das ist gut so, finde ich. Das schützt das Unternehmen davor, dass ich Blödsinn mache. Wie steht's mit der Zeit? 5 Minuten? Wenn keiner eine Frage... Mein Plan B... Ich spare ein bisschen was... Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr anzufangen mit einem sehr, sehr kleinen Haus, wahrscheinlich einen Container abzuzahlen. Aber mein Absicherungsplan ist eigentlich das soziale Netzwerk, wenn man so will. Also ich... Wenn, ach so, du meinst, wenn ich mal weg bin, wie das... Ich habe über die letzten Jahre ziemlich viel gemacht, um das sogenannte Orga-Team aufzubauen. Also Leute, die operativ so tief drinstecken, dass sie das betreiben können, auch wenn ich mal irgendwie 3 Monate ins Krankenhaus müsste oder sowas. Und das ist mir relativ gut gelungen. Also da gibt es ein paar Leute, die das wirklich sehr gut überblicken.
und was eben auch das Unternehmen davor schützt, dass ich irgendwie vom Bus überfahren werde und das Unternehmen dann nicht arbeiten kann. Was es bisher nicht gibt, ist jemand, der so diese zentrale Rolle annehmen will auch und das auch irgendwie so, wo ich auch das Gefühl habe, das könnte gehen, das könnte klappen. Weil da muss man so ein bisschen anders gestrickt sein für, um das so zu machen. Man muss eben nicht bestimmen wollen, sondern das Gegenteil wollen. Und nicht Gewinne haben wollen, sondern für alle haben wollen und langfristig überlegen, dass es dann auch wieder zurückkommt und so. Das ist nicht jedermanns Sache. Und letztlich mit Leuten, die lösen wollen, ist es auch einfach. Aber wer wirklich, sag ich mal, das zeigt sich in der Krise. Wenn du jemand hast, der im Kollektiv sich daneben benimmt, Leute beschimpft, was klaut und sowas, dann musst du immer noch weich reagieren. Und das kann auch nicht jeder. Und da gibt es im Moment, sehe ich persönlich, niemand, der das wollen würde und könnte. Aber das ist auch eine schöne Sicherheit für mich. Ne? Ich werde da gebraucht, offensichtlich. Eine Frage, wie macht ihr das mit Ausbildung? Macht ihr Ausbildung oder darüber nachgedacht? Berechtigte Frage. Bisher, muss ich zugeben, haben wir darüber quasi gar nicht nachgedacht, weil man für eine Ausbildung einen Ausbildungsort braucht, wo die Azubine dann hingehen kann. Also das ist tatsächlich eine Lücke im Konzept. Da sehe ich irgendwie bisher keine Möglichkeit, das zu machen. Wenn man das so hört, dann macht es irgendwie keinen Sinn, warum du als erstes Werbekaufmann gelernt hast. Ja, würde mich nochmal interessieren. Das ist richtig. Was ich hier jetzt erzählt habe, ist das Ergebnis von über 13 Jahren Entwicklungsarbeit sozusagen. Und ich habe sehr früh angefangen schon zu arbeiten und habe ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Barkeeper, Bauarbeiter, Behinderte betreut, Kurier gefahren, Studiengänge mitentwickelt, EU-Projekt gesteuert, Qualitätssicherung für Studiengangsakkreditierung geschrieben, ohne Ahnung zu haben, lauter so Zeug. Und das hat, glaube ich, mir ein bisschen dabei geholfen, unterschiedlichste Dinge oder mit unterschiedlichsten Leuten zurechtzukommen und Lösungen zu finden. Und vieles davon war aber auch Zufall. Ich habe einen Job gemacht und dann habe ich jemanden kennengelernt, habe mich dann wieder zum nächsten eingeladen und wieder zum nächsten. Und so bin ich auch an die Ausbildung gekommen. Und ich hatte Glück, ich war in einer kleinen Agentur mit 5 Leuten. Ich musste also nie irgendwie Fernsehspots entwickeln, sondern es ging immer nur um B2B, Leute, die die Kommunikation haben wollten. Und ich habe von meinem Chef, glaube ich, einen zentralen Satz im Hinterkopf immer, es geht immer um den Menschen dahinter. Also der hat mir schon was beigebracht, aber das Werbehandwerk kann ich im Prinzip gar nicht benutzen. Und ich habe auch relativ spät angefangen, mir Gedanken zu machen, muss ich auch zugeben. Also bis 25 ungefähr habe ich mir gar keinen Kopf gemacht. Ich hatte immer faire Chefs, habe mein Geld verdient, habe mein Leben gelebt und habe nicht überlegt, warum sind die Strukturen so. Das hat erst später angefangen. Manche fangen gar nicht an, ne? Oder mit 50 oder so. Aber ich war schon spät auch. Wenn keiner eine Frage hat, kann ich ein sehr schönes Erlebnis erzählen, was für mich so den Unterschied irgendwie deutlich macht. 2012 saßen wir zusammen bei einem unserer Offline-Treffen, die heißen auch so, und haben diskutiert, ob wir eine Apfelschorle machen wollen, ja, nein. Und da waren viele Themen, ne? Bio, Streuobstwiese oder beides, geht das, wie skalierbar ist das, wem nehmen wir Marktanteile weg, wollen wir das, wer kann sich kümmern, welche Flaschen, wie geht das vonstatten, also viele, viele Fragen. Und 40 Leute im Saal, alle formal unabhängig und da war natürlich viel Diskussion. Und irgendwann war alles gesagt und es war so die Frage im Raum, machen wir es jetzt, lassen wir es sein. Und obwohl keiner von denen irgendwas sich von mir sagen lassen muss, die sind alle unabhängig, war Ruhe im Saal, alle Augen zu mir und ich sollte für alle gemeinsam den besten Beschlussvorschlag draus machen. Und das war so ein tolles Gefühl von verliehener Autorität, dass sie das wollten und zugleich das Bewusstsein, wenn ich Blödsinn vorschlage, werden die sich melden. Das ist großartig. Kann ich echt nur empfehlen, so mit den Leuten umzugehen. Das kommt immer dreimal positiv zurück. Ich habe noch mal eine Frage zu dem auch gleich der Augenhöhe. Du hast ja angefangen selber als Kunde und fandest dich gegenüber dem Hersteller in einer schwachen Position. Ich bin jetzt kein Cola-Trinker, deswegen bin ich irgendwie außen vor. Aber sagen wir mal, ich trinke das, euer Getränk, euer Produkt, komme mit so einer leeren Flasche zu so einem Meeting und sage, ich finde, euer Rezept sollte so und so geändert werden. Was sagt ihr da? Du hast die gleichen Mitspracherechte wie alle anderen auch. Sobald du Stakeholder bist, heißt das Neudenglisch, also mal eine Flasche getrunken hast, das reicht. Und dann kannst du auf die Treffen gehen, kannst im Board mitlesen, kannst mitdiskutieren und kannst genauso die Beschlussvorschläge und auch Vetos machen wie alle anderen auch. Wenn du jetzt sagst, du möchtest das Rezept, dass es geändert wird, bin ich relativ sicher, dass es Vetos geben wird. Aber du kannst zum Beispiel vorschlagen, was Eigenes zu machen. Und dann wird dir geholfen dabei, das kostet nicht mal was.
einen Fork machen quasi. Zeit ist um. Danke euch fürs Zuhören.